Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Ihr habt bestimmt das abgebrannte Haus gesehen. Seltsame Sache. Dazu kommen auch nächtliche Geräusche aus dem Sumpf. Geschichten von Monstern. Und nun dieser Zauberer in unserer Mitte. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Also gut. Ich bin direkt hinter euch. Ich stehe zu eurer Verfügung. Geht ihr voran. Ich habe kein gutes Gefühl bei diesem... Was war das? Sieht aus, als hättet ihr noch ein wenig Gold in euren Taschen, nicht wahr? Hm, ja.
war das. Ich wusste es. Halt endlich still! Wird es heiß hier oder liegt das nur an mir? Ihr braucht etwas? Ihr braucht etwas? Ihr gehört mir. Ihr gehört mir, Sterblicher! Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Geht ihr voran. War das?
Mutter ruft nach mir. Zeit für mich zu schlafen. Ich bin so müde. Danke, dass sie sich jetzt besser fühlt. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Was ist los? Drachen? Ihr seht, nun seht euch nur an. Wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Bei den Acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Viel Glück! Also gut. Hier wird nicht rumgetrödelt.
Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadias Kupferkessel vorbeischauen. Was gafft ihr denn so? Ich hab ganz... Ja, keine Angst vor euch. Auch wenn ihr älter seid als ich. Mein Eolund ist der beste Schmied in ganz Himmelsrand. Und das sind nicht nur die Worte einer stolzen Ehefrau. Und da ist sie, meine Freunde. Die nackte Wahrheit. Wir sind die Kinder der Menschheit. Talos ist der wahre Gott der Menschheit. Vom Fleische emporgestiegen, um das Reich des Geistes zu regieren. Der bloße Gedanke ist für unsere Elfenherren unvorstellbar, den Himmel mit uns zu teilen, mit einem Menschen. Ha! Das ist eine wirklich prächtige kaiserliche Rüstung, die ihr da tragt. Willkommen, Kind. Ich fühle mich schon besser. Die Gnade von Kynaret sei mit euch. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Das Fieber. Mein Körper brennt. Alles in Ordnung, Alarm? Ihr scheint heute nicht ganz ihr selbst zu sein. Es ist wegen der Sehne. Er verbringt immer mehr Zeit damit, sich beim Jarl einzuschmeicheln. Ich schwöre euch, wir sind kaum zur selben Zeit. Zu Hause. Alarm. Sind wir doch einmal ehrlich. Euer Gatte ist ein arroganter, herrschsüchtiger Hanswurst. Das sind doch die Worte, die ihr benutzt habt, um ihn mir zu beschreiben. Talos der Mächtige! Talos der Unfehlbare! Talos der Unangreifbare! Euch nur preisen wir! Wir sind nicht... Kommt herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Das Kaiservolk. Mir gefällt diese Art. Was kann ich euch bringen? Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmäntel ade und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll sitzen. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Habt ihr die Preise erhöht, Carlotta? Und kommt unser Endfüll. Das musste ich. Die Bauern verlangen das Doppelte für das Obst und Gemüse, das ich verkaufe. Doch lass mich ein einziger... Was? Ich bin so hungrig. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Also zählt für mich.
nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Ich hoffe, ihr seht mich so an, weil ihr etwas kaufen wollt. Ihr braucht etwas? Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann.